Willkommen zu Minecraft Zeppelin. Zur ersten Folge von Minecraft Zeppelin 2, eher gesagt. Und gerade ist das doch etwas lauter, als ich dachte. Zumindest bei mir. Vielleicht macht das kurz was leiser. So. Minecraft Zeppelin 2. Ja, wir hatten ja Zeppelin. Minecraft Zeppelin. Habe ich ja vor Urzeiten mal gemacht. Ich dachte, das ist vor Urzeiten. Ist ja so lange her. Und habe ja dann auch gehört. Verschiedene Sachen halt, die Mods, neue Version und die Welt und PC neu gemacht und blablabla. Jetzt spielen wir Minecraft Zeppelin 2 oder man könnte das natürlich auch anders nennen, Minecraft Zeppelin Reloaded und weiß ich nicht wie. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die ganzen Mods, die ich jetzt alle drin habe, sind eigentlich jetzt gleich vom letzten Mal kein einziger Mod mehr noch drin. Alles neue Mods. Grundprinzip ist immer noch gleich, dass wir uns versuchen, Zeppelin zu bauen. Ich würde sagen, wir starten mal hier rein, stellen neue Welt, Survival, und zwar habe ich dann jetzt hier noch eine Folge gemacht, und zwar machen wir jetzt Realistic Alpha, also wir machen jetzt so einen Weltgenerator, mit dem wir eine realistische Welt, ich habe die gar nicht umbenannt, ne? Die heißt den Namen angegeben. Und wenn die Welt scheiße ist, dann machen wir nochmal eine neue. Ich habe gerade überlegt, so. Man hört sie wieder, ich bin ein bisschen krank. Wir haben jetzt gerade irgendwie gefühlte 40 Grad raus und ich habe es geschafft, krank zu werden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Kann ich mal M jetzt drücken. Ich habe eben mit der Karte ein bisschen rumexperimentiert. Ich hatte die ganzen alten Welten noch. Warte mal ganz kurz. Ich lösche die jetzt nochmal. Und dann nenne ich, also mache ich jetzt Player, Lead, Create New World. So, warte. Zeppelin 2. So, World Options haben wir jetzt hier wieder den Realistic Alpha Ding rein. Und dann erstellen wir die. Ich habe richtig viele Mods drin, mit denen wir was Cooles machen können. Auch ein paar Technik-Mods und sowas. Und ich glaube schon, das ist echt. Wird schon cool. So. Naja, ich hoffe mal eure. Ich weiß echt nicht wieso, aber in letzter Zeit starte immer. Das da ist jetzt von einer Testwelt noch, die irgendwie mit der Karte, wenn man diese Weltnamen nimmt. Das ist das da ist jetzt unsere Karte, wo wir spielen erstmal. Wofür habe ich eine Weltkarte reingezogen? Halt einfach, falls wir, weil wir mit dem Zeppelin ja letztendlich. Oh. Ist das flüssig mal laufen? Danke. Weil wir mit dem Zeppelin ja echt extrem weit auch fliegen werden und aber man sieht eventuell jetzt hier, ich habe jetzt hier auch not enough items, ne, 25 items leisten haben wir, also, wir haben Tinker's Construction, One Way, also hier Necromancy und so, also das ist fast ein eigenes Modpack, das hier ist ja das Ding für das Buch, damit man weiß, wie das alles funktioniert. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg mal aus dem Schneebiom raus erstmal. Wo haben wir schon Kohle? Und warum leckst du denn jetzt so? Willst du mir das mal erklären? Das ist ein Standbild, das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, ich habe zu viele Mods dran gebaut. Aber eigentlich dürfte der nicht lecken. So. Ich baue mal hier schon mal ein bisschen Holz ab und dann holen wir uns da schon mal die Kohle. Weil Kohle wird für uns der wichtigste Rohstoff werden. Denn der alte Zeppelin-Mod ist nicht mehr drin, wo man Diamanten für braucht und sowas. Sondern man hat am jetzt einen komplett anderen. Der auch was cooler ist. Wir haben jetzt archimedische Schiffe. Das heißt der Mod Archimedic Ships. Mit dem muss man so Motoren und sowas dafür bauen, damit sie fliegen können. Und das ist, wir brauchen viel Wolle, viel Leder und sowas und so ganz für die ganzen Sachen. Naja, wir machen sie jetzt mal hier ein Crafting Table. So, den stellen wir da mal hin. Und dann machen wir das allererstes mal jetzt hier eine Steinspitzhacke und buddeln kurz mal
Also ich habe so ein paar mir so ein bisschen vorgenommen, was ich hier alles machen möchte. Und zwar nur erkunden ist, glaube ich, auf Dauer langweilig. Deshalb habe ich mir so gedacht, so und deshalb sind da so ein paar Techniken was drin. Und zwar werden wir versuchen, Städte zu kunden, also ein bisschen hier so die Welt zu kolonisieren sozusagen. Das heißt, wir werden auch nicht mehr allein in unserem Schiff sein, sondern ich werde versuchen, ganz viele Dorfbewohner mitzunehmen, dass wir immer so eine fliegende Stadt sozusagen haben. Also ich habe echt viel vor. Und Sinn und Zweck der ganzen Übung ist, dass wir zum Beispiel jetzt hier am Spawn vielleicht irgendwie so eine Hauptstadt oder sowas errichten. Weil dann halt von dieser Hauptstadt aus immer in verschiedene Richtungen uns fortbewegen. Und immer wenn wir eine coole Location sehen, fangen wir dann an, eine Stadt aufzubauen. So ist dieser Power-Spec. Normalerweise wäre es ja gewesen, wir haben einmal unser Zeppelin gebaut und dann wäre nicht mehr. So ist so der Power-Spec so ein bisschen mehr mit drin. Und ich glaube, das ist ganz cool. Ich mache jetzt hier mal kurz, bis ich so 15 oder sowas Steine habe. So. Gehen jetzt mal ein bisschen weiter runter ins Tal, damit wir nicht so im Schnee sind. So. Wir können ja jetzt eigentlich mal ganz kurz hier hoch. So, ich hoffe mal, eure Woche war gut. Bis jetzt. Ne? Meine Woche war richtig beschissen, das kann ich euch sagen. Also meine Woche habe ich echt, glaubt es nicht, was mir diese Woche alles passiert ist. Ich kann gleich alles erzählen. Ich habe ganz viele auch Ruins, also zum Beispiel den Ruins mit drin, also so, wo damit wir so Sachen zum Erkunden haben und sowas. Was jetzt mein ganzes Machen ist, wir graben uns jetzt einfach mal hier rein, weil wir Eisen brauchen, schon mal direkt am Anfang. Bin ich heiser, Alter. Boah, gestern hatte ich gar keine Stimme. Also ich kann einmal sowas erzählen, was mir so diese Woche alles passiert ist. Fangen wir mal an. Heute ist Mittwoch, wo ich aufnehme. Heute kommt auch das erste Video für mich raus. Und alles mit dem Rendern klappt. Momentan streiken alle meine Programme. Also ich nehme jetzt Shadowplay auf und ich bin gerade so froh, dass es läuft. Ich muss jetzt auch immer da mal einen riesen Tamtam machen, damit Shadowplay überhaupt so funktioniert, wie ich das möchte. Zum Beispiel jetzt, ich muss jetzt immer bei Shadowplay jetzt, ach nö. Ach Leute. Ach. Und jetzt ist mir auch noch, warum scheißt es denn jetzt, aber diese Woche, da ist so der Wurm drin, Leute. Da ist echt so krass der Wurm drin, das glaubt ihr nicht. Ich glaube, ich werde jetzt mal nicht im F11-Modus spielen, sondern einfach nur so im Modus. Das ist halt mehr Schneidarbeit für mich. Ich habe jetzt hier eben richtig viel rumexperimentiert, also auch mit, heißt es, jetzt hier seht ihr ja, ein Teil meines Hintergrundbildes. Das ist nicht normal, mein normales Design. Ich habe normalerweise ein anderes, aber ich habe so viel in der Welt rumexperimentiert, damit jetzt hier mal Shadowplay und sich läuft. Ich muss jetzt immer im Minecraft klein machen, also so. Jetzt könnt ihr natürlich die Taskleiste sowas nicht sehen, aber so würde normalerweise immer, muss ich starten. Es ist grausig. Es ist, also ich kann einfach meine Aufnahmen nicht starten, wenn Minecraft groß ist. Das ist so das. Das Kernproblem. Ne? Also pass auf, wir fangen mal an. Heute ist Mittwoch. Mittwoch der 1.7. Fangen wir mal an. Also. Ich mach mal den Gang hier was breiter. Ich hab hier irgendwie so. Montag. Ich mach mal mit Montag. Ne? Montag. Montag war wieder brüllend heiß. Und eigentlich voll der geile Tag. Auf jeden Fall dann. Haben wir hier so mit einer Nachbarschaft so Wasserschlacht gemacht. Ich meine, das ist mir nicht zu alt für Leute, könnt ihr mir nicht erzählen. War mega geil, weil war halt einfach so, dass wir, ich sollte eventuell hier anfangen. 1, 2, 3. Ich split meinen jetzt mal ganz kurz was. Das haben wir natürlich falsch eingebuddelt. Ich weiß mal, wir müssten eigentlich was tiefer dafür sein, aber... Ah nee, fuck. Noch nicht mal zählen. Hä? 3, dann ist das hier.
Dann sind das hier wieder 3 und dann ist das hier. So. Also, haben wir mega geile Wasserstadt gemacht. Und auf jeden Fall, das war der Grund, dann bin ich heiser geworden einfach. Ich weiß nicht, wir haben 40 Grad und sind dann sofort wieder trocken, aber ich habe es geschafft, irgendwie wieder trocken, wieder, wie heißt das, krank zu werden. Hatte dann gestern gar keine Stimme, auf jeden Fall, ja, gestern keine Stimme. Und gestern Abend war ich im Kino, in Jurassic Park, ne, also ohne Scheiß, Jurassic Park, so der Wurm drin. Was wollte ich sagen, ah ja. Ne, waren wir im neuen Jurassic Park drin, also im Jurassic World, cooler Film, muss man sagen. Ach nö. Okay, echt cooler Film. Problem war nur, ich komme so raus und so, scheiße, Handy vergessen. Hab ich mein Handy im Kino liegen lassen. Sofort zurück, wir waren nur auf dem Parkplatz. Also wir haben echt, wir sind echt nicht weit gekommen, weiß ich nicht. Nur Handy weg. Nicht mehr von mir gefunden. Jetzt muss ich da gleich anrufen. Also nach der Aufnahme, nach der Folge hier rufe ich da mal an. Warte. Oh, das wird wieder groß machen. Damit ich die Zeit sehe. Rufe ich dann da, muss ich dann da heute anrufen. Und hoffe, ich kann hoffen, dass ich das wieder bekomme. Na, auf jeden Fall hat mir der Film dann so gut gefallen, dass ich mir heute so gedacht habe, boah, ja, das ist der Lego-Spiel rausgekommen zu. Habe ich mir das heute gekauft. Da war gerade eben im Städtchen, hab das gekauft. Boah, und ich kann nicht sagen, ich habe so ein Pech, ne? Wir haben einen Fußgängerzone, da dürfen wir eigentlich nicht Fahrrad fahren. So, und ihr könnt auch nicht ahnen, was ist passiert. Ich fahre mit meinem Fahrrad so lalalala, lang. Was passiert? Steht da prompt ein Polizist, ich hab meinen Strafzettel bekommen. Oh, Alter. Und dann stehe ich dann da, dann kassiert er so meine Personalien. Ich erstmal ein bisschen weit, weil ich kein Perso dabei hatte. Muss man ja eigentlich auch nicht. Man muss ja keine Perso-Ausweispflicht hier in Deutschland. Also man muss nicht immer dabei haben. So. Nimmt er so für meine Personalien auf. Und weil die dem einfach so auf dem Fahrrad mitten in der Fußgängerzone, so ein alter Opa lang, interessiert den einfach nicht. Und man so, was willst du jetzt verarschen? Und, keine Ahnung was, ne? Ich habe ihn nicht angesprochen, ne? Sagen wir es so. Ich meine, wenn jemand durchkommt bei dem Kakat, bei dem Blödmann, dann ist es nur in meinem Interesse. Wieso bin ja nicht. Bin ja kein böser Mensch. Ich gönne das dem alten Opa da, aber trotzdem. Denn dafür hat er den nächsten jüngeren Mann schon wieder rausgezogen. Naja, auf jeden Fall gehe ich dann so in den Spieleladen meiner Wahl in dieser hier. Und dann geht er so rein und guckst, so, wow, was ist das? Jurassic Park. Dann wollte ich mir für den PC holen. So guckst so, hä, wo ist denn das Spiel jetzt? So guckst so, ja, für Xbox ist es da. Für Nintendo 3DS auch. Und PlayStation auch, weil ich weiß nicht, wofür das ganze Spiel rausgekommen ist. So, hä, kann auch nicht sein, dass es vom PC weg ist. Dann habe ich da erstmal gestanden und erstmal gewartet, weil irgend so ein Vollpfosten, ich meine ganz ehrlich, ich meine, ich muss sagen, also ich war im GameStop, ne, und man kann ja im GameStop seine gebrauchten Spiele verkaufen, ne, was eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, einfach sinnlos ist. Die geben einen Babyfutz dafür. Da hat man ein Kind mit seiner Mutter, das hat, weiß ich nicht, eine Wii U mit, keine Wii U, eine Wii mit, locker 10 Spielen, mehreren Controllern, mehreren extra Controllern, diese Mario Kart, Dingens, Womens, ich finde ja kein Eisen, ist nicht im Ernst, was tiefer jetzt, glaube ich, mit einem Mario Kart, mit einem Mario Kart Lenkrad und sowas verkauft, 180 Euro haben die dafür bekommen, mein ganz im Ernst, dafür kriegst du keine 180, ich weiß nicht. Wenn du Wii kriegst du noch locker für 100 Euro verkauft. Und dann kannst du mir nicht sagen, dass du 10 Spiele plus extra Controller, du hättest locker mehr rauskriegen können. Da muss jeder selber wissen. Habe ich mir immer so gedacht, so, oh Gott, wie blöd kann man sein. Also, liebe Kinder, verkauft nie eure gebrauchte eure Spiele oder sowas im GameStop. Es lohnt sich einfach nicht. Ihr bekommt nichts dafür. Weil dann also muss ich mal darauf warten, dass die fertig waren. Ne? Und nebenbei war auch so ein Typ, so ein Mann, der hatte, wie heißt es? Seine ich muss mal hier auf drei rücken, welcher eben bin wir denn?
Warte mal, was mir auffällt. Blöd. Wir sind 84. Nochmal Spiele verkauft. Was sage ich denn so? Ja, ich habe ja gesehen, so, ja, haben sie noch Jurassic Park hier für den PC? Und wie viel kostet? Aber ich wusste auch nicht, wie viel das kostet. Ist das Eis? Oh ja, ist Eis. Was soll ich sagen? Ah ja. Ich grab mich jetzt mal hier am. Eine Schaufel. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ah ja. Ja, guck, so finde ich direkt Eisen. Perfekt. Oh, perfekt. Auf jeden Fall, habe ich dann da so halt gestanden und halt war so ein Mann, der hat auch nochmal seine Spiele verkauft. Wie gesagt, ist halt einfach dumm. Was haben wir denn hier? Bauxit. Ja, das ist von anderen Mods. So, wir machen es erstmal hier in den Ofen. Auf was spiele ich eigentlich gerade mal ganz kurz? Auf Peaceful. Wir wollen aber erstmal auf Peaceful spielen, aber auf Easy spielen. Guck mal hier ganz kurz ab und dann verkriechen wir uns mal an den Berg. Und jetzt ist das schon wieder. Okay, ich nehme jetzt die eine Folge noch zu Ende auf, aber dass das jetzt zum dritten Mal, zum zweiten Mal abkackt, das ist schon echt frech. Alter. Muss ein paar Mods raus sein. Ich glaube, ich hau jetzt mal den World Generator Mod erstmal wieder raus. Den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ach nö. Was sorgt denn dafür, dass ich die ganze abscheiße? Warte mal, ich mach mal. Ja, wo mache ich nochmal das zu? Ja. Kann doch nicht wahr sein, dass unser damals uns. Boah, was ist heute los? Das ist nicht mehr. Auf jeden Fall. Boah, scheiße, Alter. Nein, ich wollte das so abbauen. Mal habe ich dann so weit so, ja, so nachguckt. Ja, eine Version haben wir noch hier von Jurassic Park, ne? Lego. So, ja, voll geil, kannst du ja haben. Den ich gefunden. Also, ja, die müsste hinten sein. So, nee, habe ich gesucht, da war nichts. Wieder war nichts. Muss aber was sein. So, nee, da war nichts. Ja, komisch. Auf jeden Fall haben wir dann so geguckt und gesucht. Wir haben locker eine halbe Stunde gesucht, haben wir es nicht gefunden. Und eine halbe Stunde haben wir es endlich gefunden, haben wir erstmal eine halbe Stunde damit verbracht, diese blöde Hülle für das Spiel zu finden. Weil CD war ja da. Und währenddessen war diese Frau mit ihrem Sohn noch da und haben Spiele im GameStop vorbestellt. Aber wir gedacht, oh Gott. Leute. Also, das Kind war, weiß ich nicht, das waren 10 oder sowas und Leute mit 10 Jahren kann mir keiner erzählen, da muss man nicht so viele Spiele vorbestellen, für Spiele, die vorbestellt haben. Also von dem neuen Batman Arkham Knight über, was haben wir noch vorbestellt? Batman Arkham Knight habe ich mitbekommen. FIFA wollten sie nicht. Kann ich nur sagen, war schlau. Lass mich ganz kurz überlegen. Boah, warte. FIFA haben sie bestellt, haben sie gemacht. Was haben sie noch bestellt? Also vorbestellt. Echt eine Menge. Hab ich mir, ey, ganz ehrlich, war schon krass. Besonders mit, also ich habe auch oft, manche Spiele bestelle ich auch vor, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Spiele vorbestellen ist mittlerweile so ein Spiel mit dem Feuer, weil es echt so ist. Ich meine, wenn ihr jetzt irgendwas trinkt. So, weil wenn du dir mittlerweile so Spiele vorstellst, bestes Beispiel ist dafür Arkham Knight. Das ist, du kaufst den über, bezahlst eigentlich für was, wo du noch nie mal weißt, was ordentlich läuft.
zahlst du für den Überraschung sei. Und das ist ja meistens, bezahlst du 50 oder 60 Euro. Und das ist etwa so, das ist halt einfach Geld, wo ich sagen würde, boah, ne, das würde ich jetzt nicht so aus dem Netz ausschmeißen. Ich meine, wenn man unbedingt den Vorbestellerbonus oder sowas haben möchte, schön und gut, aber Leute, Spiele vorbestellen ist tricky. Habe ich selber schon gemacht. Beim Tomb Raider habe ich damals vorbestellt. Aber, naja. Ich hoffe mal, es ist nicht schlimm, dass ich die ganze Zeit mit F3 spiele, so dass ich das sehen kann. Aber, ich brauche das. Ich muss jetzt wissen, auf welcher Ebene ich bin. Auf Ebene 11. Oh, Höhle. Mal ganz kurz das hier. Kann ich auch so machen. Was haben wir hier? Ah, keine Ahnung. Ich will gar nicht nachgucken. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Ja, wir gehen mal ganz kurz nochmal nach oben. Und und gestern noch was trinken, also meine Stimme, das geht echt nicht. Alter. Also wie gesagt, vorbestellen ist echt zum Thema. Es ist echt, echt tricky. So. Eisenspitzhacke ist schlau. Dann machen wir so ein Eisenschwert. Muss mal ganz kurz durchgucken, was es noch alles so gibt, ob es eventuell was gibt, was wir uns schon machen könnten. Also wir können auch Revolver machen, ein Mining Drillen, cool. Das ist schon cool, die Mod, die wir haben. Das wird richtig cool, glaube ich, das Let's Play hier. Also, das Projekt. Wenn wir gleich auch einen, vielleicht was finden, dann können wir vielleicht auch einen Backpack. Die will ich mir unbedingt machen. Piston Boots. Dafür brauchen wir unbedingt einen Slime Ball. Mit dem kann man richtig gern springen. So. Mehr Farben für. Achso, dafür ist die Kohle schon weg. Ja, machen wir ganz kurz. Wir gehen mal ganz kurz nach unten schon mal. Bisschen aufpassen. Wir müssen gleich hier wieder hoch, um Dings zu kriegen. Wollte ich sagen, um Silber. Oh, was finden wir denn hier alles? Tanzverbiet. Wieder Silber, glaube ich. Ja. Guck mal, man nicht vielleicht auch mit Silber was machen können. Ich glaube, Silber ist von Tinkers Construct. Kohle brauchen wir viel. Ja, F3 kann ich erstmal jetzt ausmachen wieder. So. Ich glaube, ich nehme jetzt auch nur eine Folge auf, weil meine Stimme doch nicht so mitmacht, wie ich dachte. Dann nehme ich morgen weiter auf. Ah, da oben ist Copper. Glaube ich. So. Aber die Höhle ist gut. Okay.
Wir gehen mal wieder zurück. Da waren wir drin. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. So. Kohle. Weil ich kann noch erzählen. Ja, ich habe Sommerferien. Das heißt, ich glaube, ich schaffe es dann immer, ein Video pro Tag zu planen. Momentan streikt aber meine ganzen Renderprogramme. Das ist eine Scheiße. Da darf ich mich auch mal gleich mit noch beschäftigen. Und kann dann nur hoffen, dass alles noch läuft. Die erste Folge ist natürlich wieder extra lang, kennt ihr ja. Aber was kann ich noch alles erzählen? Ja, wir haben Sommerferien jetzt. Es ist knallewarm. Das Schlimme ist, man kann auch nicht ins Schwimmbad gehen. Ist ganz einfach so. Erstens, weil ich krank bin, ne? Und zweitens, wenn du jetzt ins Schwimmbad gehst, wirst du tot getrampelt. Du wirst einfach so tot getrampelt. Boah, es lohnt sich einfach nicht, bei dem Wetter ins Schwimmbad zu gehen. Das ist ja nicht Schwimmen, das ist 3 Meter Schwimmen. Danach stehst du dann in der Brühe, wenn es hochkommt. Und, ne. So, wir gehen mal hier hoch. Das ist, glaube ich, Bauxit wieder. Ja. Wenn ich noch keine Ahnung habe, was man damit machen kann. Ja, wir haben diesen Mod mit denen, wo man zwei, wie heißt es? Wo man zwei Waffen in die links und rechts haben kann, nicht mehr drin. Eventuell mache ich den nochmal rein. Ich weiß es aber noch nicht. Wir spielen mal uns schon auf der 1.7.10. Für all diejenigen, die es interessiert. So. Playlists und so wird auch noch alles erweitert. Also wie gesagt, noch alles am Anfang. Ich hatte ja echt wieder Bock da drauf. Ich freue mich jetzt schon gleich. Wir können jetzt gleich erstmal schön Lego installieren. Hier Lego Jurassic Park, wofür ich jetzt den Strafzettel verkassiert habe. Man kann es dann erst, also 15 Euro muss ich bezahlen. Das ist schon echt scheiße. Naja. Ich hoffe mal, dass ich das nicht selber bezahlen muss. Sondern dass meine Eltern das bezahlen. Boah, ich habe in der Fußgängerzone, die wir in der Stadt haben, ich habe noch kein einziges Mal in meinem ganzen bisherigen Lebensjahr, noch kein einziges Mal, meine Stimme schon wieder, ich muss leiser reden, ist kein einziges Mal den verdammten Polizisten da stehen gesehen. Noch nie. Das regt mich immer noch auf. Naja, so, wir haben jetzt mal wieder schön Kohle mit der Kohle. Die Kohle brauchen wir. Brauchen so viel Kohle, Leute. Wir müssen so viel Kohle. Aber, das ist am Ende, gegen Ende wird es kein Problem mehr sein. Wenn wir dann nämlich sobald wir uns einmal die erste Stadt gebaut haben, gegründet haben. Entschuldigung. Und dann, wenn wir da so was ähnliches wie so ein Schaufelbagger hinknallen. Sieht auf jeden Fall so aus. Man sieht dieses Rad so aus. Schaufel, mit dem werden wir dann die Erde durchflügen und alles und werden so viel Kohle machen, damit unsere Motoren für die Zeppelin und Luftschiff alles läuft. Und ich habe extra geguckt, mit dem neuen Mod können wir auch beim alten Mod mit Zeppelin 1 sozusagen, war das Problem, dass der nur Blöcke mitgenommen hat, die im normalen Vanilla Minecraft waren, ne? Bei dem neuen ist das anders, der nimmt alles mit, jeden Block. Also außer Erde und sowas und Wasser, aber er nimmt halt einfach jeden Block mit und das ist halt echt cool. Hab ich echt schon getestet. Problem ist nur bei Blöcken, die zum Beispiel gibt es ein Sofa oder sowas, da muss man dann immer gucken, dass wir das Schiff dann so landen. Zum Beispiel, wir haben so einen Kompass, der immer nach Norden zeigt. Dass wenn wir das Schiff dann so bauen, dass das immer nach Norden zeigt, dass wir das dann auch immer so landen müssen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich muss immer nach Norden zeigen, damit wir dann genau sehen können, damit
alle Blöcke immer noch gleich bleiben. Ansonsten verdrehen die sich auf ihren Positionen. Das ist das Problem. So. Verarsch mich jetzt nicht. Komm her. So. Das Gute ist, irgendwann werden wir uns unseren Begleiter zusammenschustern können aus ein paar Körperteilen, die wir gefunden haben. Wenn ihr noch irgendwelche Mods kennt, die ich unbedingt hier reinmachen muss, weil mittlerweile ist es ja schon fast ein kleines Modpack, was ich hier zusammengestellt habe. Jetzt könnte es etwas eintreten, auf Zeppelin Craft nennen können. Hexe, Hexe ist nicht gut. Komm, Glowstone Dust. Perfekt, Leute, ich musste einmal ganz kurz hoch weiter ausleuchten. So. Oh, wir haben schon über 31. Machen wir jetzt hier noch, aber dann haben wir so viel Eisen alles, dass wir dann erstmal schon oben ein bisschen mit anfangen können zu bauen, weil wir keine Diamanten brauchen. Und wenn wir dann, sobald wir einen Zeppelin haben, unser erstes Luftschiff, mit dem wir so ein bisschen durch die Gegend tuckern können, wird auch vieles einfacher. Glaubt mir. Wenn schnell an Rohstoffe kommen können, weil ich habe so einen Mod drin, der... Ja, seht ihr, werdet ihr alles sehen. Dann können wir ein paar Dungeons looten und darin finden wir auch hoffentlich ein paar Diamanten und sowas. Und wenn wir dann das erste Villager-Dorf gefunden haben, das wird dann schon cool. So. Hier unten komme ich her, ne? Ja. Wir wollen dann weiter nochmal nach oben. Oder ich will jetzt noch nach oben. So. Alter. Naja. War jetzt nicht schlecht. Hat das so ein bisschen freigesprengt. So. Also hier ist... Hat auch das noch ein Bauxit. Komm, wir haben schon wieder eine Iron Pickaxe weg. Das Gute ist, wir können natürlich auch Rotten Flesh wieder weiterverwenden. Naja, also ich gehe jetzt mal hier wieder runter. Wir gehen zurück zusammen. Ach, das Kopf habe ich damals nicht rausgeholt. Ist doch Kopf, ne? Ja. Oh, sie ist Spitzhacke ist auch kaputt. Also. Das hier ist cool. Das sind Büsche. Die nehmen wir mit. Kann alles gebrauchen. Wir müssen ja. Eine. Das Zeppelin, das wir spawnen werden. Das muss ja sozusagen alles sein. Das muss eine Farm haben. Da müssen wir drin wohnen können. Das muss. Halt unser ja, wie sagt man, kann ich eigentlich Muskeln, Mist, Lungen kann ich auch nicht, vielleicht muss ich nämlich anders weiterverwerten. Naja, wir haben auch immer ein paar so gute Sachen gesammelt und ich würde sagen, jetzt machen wir hier auch erstmal einen Cut nach gut 35 Minuten, da wäre ja 34. Naja, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge, hoffentlich dann nicht mehr ganz so heiser und ohne Abstürze. Wir sehen uns, ja, bis dahin, Leute. Ich hoffe, mal hat Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, schaltet wieder ein.